Willkommen zurück zum WoW Loremaster. Beim letzten Mal haben wir ja wieder so ein paar Kleinigkeiten erledigt und sind jetzt mit Auftrag auf dem Weg zum Bollwerk und zu schauen, ey, ne, wie sieht's aus mit den Untoten, mit der Geißel besser gesagt. Strömen die in Scharen herein oder lässt sich das Unheil noch irgendwie abwenden? Ich hab keine Ahnung. Ja, aber wird schon. Irgendwie, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So, ja, dann mal gucken. Wird schon. Vielleicht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, ob das was wird. Aber ich bin mal frohen Mutes und sage, wir kriegen das Problem in den Griff. Irgendwie. Und so. Wenn ich immer die Poperze von Willi hier im Bild hätte, ne? Ich werde attackiert von gierigen Fledermäusen. Nein. So. Ich bin Star. Holen wir uns erstmal einen Flugpunkt und dann fragen wir mal, hey, was denn hier Sache? Wer ist Paul? Ja? So, hier. Du da. Was denn hier Sache? Wer ist hier Paul? Ich komme hier wegen Bollwerk. Raus mit der Sprache. Der Hochexekutor mustert euch abschätzend. Ihr seid ja keine wirklich beachtliche Hexmeisterin, was? Nun ja, wenn ich mit euch fertig bin, wird das anders sein. Ah ja, okay, gut, dann gucken wir mal. Obwohl die Macht des Scharlachrotenkreuzzugs nachlässt, befinden wir uns noch immer im Krieg. Der Bericht, den Exekutor Aachen geschickt hat, deutet darauf hin, dass Scharlachrote Kreuzfahrer vom verfallenen Turm im Südosten von Teresfall in der Nähe von Balniers Bauernhof aus angreifen. Sie werden vom Hauptmann Vachon angeführt. Tötet 3 seiner Zeloten und 4 seiner Ordensmitglieder. Das sollte den Kreuzzug einen vernichtenden Schlag versetzen. Ja, indem wir 7 Leute töten. Okay. So, und er hier, Herr Zitters. Habt ihr die verseuchten braunen Bären gesehen, die westlich von hier herumstreuen? Diese Bälge, so entsetzlich, so krank, so perfekt. Bringt mir 5 davon. Ich habe eine Idee für ein Gift gegen die Geißel, das garantiert wirken wird. Ja, mal gucken. Denk dran, Geduld, das wird schon. Disziplin. Hoffe ich. Glaube ich. Was machen hier denn die Orks? Stehen hier rum. Kann ich mal was verkaufen oder so? Was ist es? Hier mal sortieren nach Schrott und den Schrott gleich mal verkaufen hier. Und das andere kann ich teilweise hier auch noch entzaubern. Bei Gelegenheit. Wenn ich mir mal die Mühe dazu machen würde. Wenn das sortieren, wenn nicht wäre und so. Das kann weg. Sind ja alles weiße Sachen. Weiß kann immer weg. Brauche keiner. Dann haben wir hier noch Mupfeln. Die können wir theoretisch öffnen. Weil dann haben wir Muschelfleisch und kleine irisierende Perlen. Upti-do-do-do. Und sonst halt nur ein bisschen Zeug. Wegladen, genau. Da-da-da. Okay. Okay. Ich gehe da mal. Gehen wir mal ein paar Dinger töten und so. Und dann mal gucken. Das wird schon. Hoffe ich. Also bisher sehe ich hier noch nichts. Ich sehe nicht einen Braunbären. Da hinten ist einer. Einer ist da. Einer ist für mich frei. Guten Tag. Immer drauf. Immer drauf. Trifft keinen Falschen hier. So, hat natürlich keinen Balk dabei. Die Sau. Fängt ja schon wieder gut an. Nehmen wir halt den nächsten.
Da hinten haben wir schon ein paar von den Scharlachroten, die wir auch gleich töten müssen und sollen. Da hinten ist ein Grab. Das können wir uns ja mal angucken. Ne, weil wegen, warum nicht? Steht auch ein wandernder Geist davor. Unbesiegbar. Unbesiegbar. Geliebtes Ross von Prinz Arthas Menethil. Loyal und mit großen Herzen im Leben mögest du Frieden im Tode finden. Klare Bäche und grüne Weiden, ergebener Freund. Ja, hier lag einst das Pferd von Prinz Arthas. Natürlich ist es ausgebuddelt. Und ja, dieses unbesiegbare Pferd kann man in seiner untoten Form bei dem Lichtkönig natürlich halt auch als Mount bekommen. Also tatsächlich im Spiel. Geht aber nur auf den heroischen Modus, im 25er Modus. Dann hat man eine Drop-Chance von 1% oder sowas, dass halt man unbesiegbar als Reittier bekommen kann. An sich heutzutage gar kein Problem mehr halt ICC zu laufen, ne? Aber ist halt, ja, brauchst halt schon eine halbe Stunde, bis du durch bist, ne? Na halt, kannst nur einmal die Woche. Oder halt mit jedem deiner Charaktere einmal. Yay, wir haben schon zwei Bälge. Das ist ja schon mal etwas. Können wir auch nochmal da hinten hin und mal gucken, ob wir irgendwas für den Scharlachroten schon mal erledigen können. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, guck mal, da leuchtet doch so schön. Da sind doch gar nicht wenig. Guten Tag. Kommen Sie mal ran auf den Meter. Das Licht verdammt jeden, der Böses im Schilde führt. Ihr werdet jetzt sterben. Ja. Das sehe ich ja auch so. Kann ich das mit dem Jetzt-Sterben auch auf später verschieben? Das wäre echt voll nett. Ich habe gerade echt keine Zeit. Ach, so ein Dodra. Vom Lichte verbrannt. Vom dunklen Lichte. Das Hauptmann Wachon. Dann können wir auch nochmal töten, wenn wir schon hier sind. Guten Tag. Der was Tolles dabei? Nö. Musste ich den töten? Nö. Aber ich konnte ihn töten. Dann haben wir noch eine tolle Kiste. Aha. Mit Zeug. Kaufen Sie jetzt auch Zeug. So. Geht doch. Jetzt brauchen wir noch einen von den Ordensmitgliedern. Was ist da drin, ne? Ist jetzt nicht so schnell neu gespawnt. Ist ja der Wahnsinn. So. Haben wir das auch schon mal? Brauchen wir, wie gesagt, halt nur noch die paar Bären. Dann lasse ich mir einen Bären aufbinden. Ja. So, dann mal gucken. Das wird schon. Wir haben hier mehr Fledermäuse als alles andere. Da ist ein Bär. Da stirbt der Bär. So. Der nächste bitte. Das ging jetzt schnell.
Also dieser Dämonenblitz hier ist schon relativ heftig von der Angriffsstärke her, aber braucht halt auch eine halbe Stunde, ne? Bis der mal durchgecastet ist. Ich bin außer Reichweite. So. Oh, natürlich hat er auch kein Balk dabei. Ich liebe ja sowas, ne? Genauso wie die Kainohr-Trolle. Sind mir auch die liebsten. Nicht. Na, geht doch. Ab zurück zum Bollwerk. Und dann mal gucken. Und dann, ne, zur Not, wenn wir hier irgendwann tatsächlich keine Quest mehr haben und wir haben hier noch Dinge zu erkunden, dann erkunden wir natürlich noch die Dinge. Damit wir hier dann quasi einmal komplett fertig sind. Vielleicht gibt es auch noch irgendwo eine Quest. Obwohl, nee, das würde mir eigentlich angezeigt werden. Eigentlich. Pause gesetzt, 7 und funktioniert im Moment halt einmal frei. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Irgendwo läuft hier manchmal auch so ein Geist als Rahmop herum. So einer hier, nur halt in größer. Deswegen habe ich da gerade geguckt bei dem Haustier. So. So, ich bin wieder da. Ich habe die Bärenpilze. Hoffentlich ist das wichtig. Mal sehen. Habt ihr genug Bälge? Aber sowas von. Seht das. Ihr habt es wieder mal geschafft. Die sind perfekt. Zitters probiert sein frisches Gebräu. Es ist nicht ganz fertig. Es braucht noch etwas, das ihm etwas mehr Pep verleiht. Ich hab's. Die Spinnen im Norden haben ein starkes Gift. Genau, das genau richtig sein sollte. Schaut ihr mal nach, ob ihr mit etwas davon extrahieren könnt, Neran, ja? Klar, kann man machen. Die dunkle Fürstin. So, da habe ich hier, ne, die Scharlachroten getötet. Was jetzt? Eure Taten werden das Verrücken der Scharlachrotenkreuzzugs Etheris erheblich verlangsamen. Hoffentlich für immer. Doch andere Bedrohungen lauern. Kurz bevor ihr am Bollwerk eingetroffen seid, hat sich eine höchst ungewöhnliche junge Untote bei mir gemeldet. Sie schwor den Scharlachrotenkreuzzug ewige Feindschaft. Also habe ich sie zur Arbeit gegen unsere Feinde in den Norden geschickt. Ihr sagtet, ihr hättet vor kurzem tote Kreuzfahrer gesehen. Das war wahrscheinlich ihr Werk. Geht und seht nach. Geht und seht nach ihr und findet heraus, ob sie bei ihrem Rachefeldzug gegen den Kreuzzug Hilfe brauchen kann. Obwohl es mich nicht überraschen würde, wenn sie schon alle getötet hätte. Okay. Ich geh da mal. Noch so ein Troll. Von Argentum-Dämmerung. Hallo. Hallo. Und tschüss. So. Dann gehen wir mal zu den Spinnen und zu den scharlachroten Peppos. Weil wegen, warum nicht? Nö. So, erstmal ein bisschen Spinnenextrakte hier. Bei wegen, warum nicht? So, die nächste bitte. Ist tot, bevor sie bei mir ankommt. So soll's sein. Bisher haben wir nichts gekriegt.
Das ist aber enttäuschend. Das ist wirklich enttäuschend. Aber was willst du machen? Ist wie es ist. Ach ja, ach ja. Die ganzen Wichtel immer drauf eindreschen, ne? Schön. Wunderschön. So. Haben wir denn? Wir haben 2 von 4. Es zieht sich aber auch wieder. Weißt du, brauchst nur 4. Aber brauchst eine halbe Ewigkeit für sowas. Ist doch so. Das denke ich mir nicht mal aus. Das ist halt einfach so. Na also, muss man nur mal ein bisschen meckern und dann klappt das auch mit den Nachbarn. Ist so. Und hier auch wieder überall diese Leichen. Wo wahrscheinlich Lillian Voss für verantwortlich ist. Was haben wir denn hier? Ein Aufgehängten. Lebt er noch? Als ihr die Ruinen des Lagers betrachtet, hört ihr einen Flüster hinter euch. Ich könnte euch jetzt sofort töten, wenn ich wollte. Passt besser auf euch auf, Bluthilfe. Mhm. Das Flüstern fährt fort. Mein Name ist Lillian Voss. Bevor ich starb, war ich Mitglied des Scharlachroten Kreuzzugs. Mein Vater, Hohepriester Voss, erzog mich. Eine Waffe gegen die Verseuchten zu sein. Ich lehnte Tarnung, Magie, Kampfkünste, alles, um mich stärker zu machen. Ich habe ihm meine Kindheit geopfert. Doch dann wollte es das Schicksal, dass ich starb und so zurückkehrte. Mein Vater vergaß mich sofort und als ich zu ihm zurückkehrte, befahl er meine Hinrichtung. Kommt, wir werden jetzt mit ihm sprechen. In seinen Turm im Nordwesten. Okay. Ich geh da mal. Ich habe ja keine andere Wahl. Sie folgt mir einfach, ne? Ohne dass man sie sieht. Ach, da ist sie. Da ist sie. Ich lebe in den Schatten. Ja, so siehst du auch aus. So siehst du auch aus. Also man sieht ja sogar, dass er halt einem folgt. Das ist ja nett. Oh Gott. Die ist ja Level 30. Hallo, tschüss. Aua. Gehen wir halt in die andere Richtung. Ich bin da ja nicht so. Ja, hier gibt es wieder ein paar von denen. Ich gehe einfach mal ganz gekonnt an allem vorbei und einfach nur mittendurch, bis sie dann sagen so, ich bräuchte aber mal ein bisschen Leben. Das wäre jetzt aber fein. Gott, hier stehen aber auch ein paar. Ist doch wahr. Solange ich das überlebe, ist das alles okay. Tötet auch alle. Und ich krieg dafür sogar noch Erfahrungspunkte. Wow.
Na dann. Also stehen halt hier wirklich viele rum. Es sind viele herumlaufende Erfahrungspunkte. Immer positiv sehen. So. Ich hab mal ein bisschen was reingehalten. Viel hat es nicht gebracht, aber ich hab's reingehalten. Moment, das Ding ist so verkehrt. Mein Dämon ist tot, mein Dämon ist tot. Das ist keine Übung. Wo ist Lillian? Hat die steht da irgendwo? Betonung auf, irgendwo. Jetzt siehst du schon gar nicht mehr. Jetzt hat sie mich einfach verlassen. Einfach so. So. Ach, jetzt brauche ich natürlich einfach einen Seelensplitter. Nee. Ich habe kein Ziel. Irgendwas ist ja immer, ne? Das Hohepriester Benediktus Voss. Hauptmann Melrache und Schalerote Leibwache. Wupptidu. Leibwache ist die stärkste. Und wo ist jetzt Lillian? Natürlich ist gerade nicht mehr da. Okay. Gut, dann werden wir sie halt neu holen, damit sie halt ein ordentliches Gespräch mit ihrem Vater führen kann und so weiter. Aber das und vieles mehr machen wir dann auch erst in der nächsten Folge vom WoW Loremaster. Bis dahin, viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.